Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr mit dem K2K-Merch-Glitch alle möglichen Autos in einem Durchgang merchen könnt. Das geht mit allen persönlichen Fahrzeugen aus den Apartment-Garagen zum Beispiel. Das könnt ihr auch mit den ganzen Flugzeugen machen, mit allen Spezialfahrzeugen könnt ihr das machen. Das könnt ihr auch mit den Nachtclub-Fahrzeugen machen. Mit den Basisfahrzeugen, mit allen möglichen Fahrzeugen könnt ihr das machen. Und ja, dafür braucht ihr auf jeden Fall die Hilfe von einem Freund. Ihr braucht auf jeden Fall das Spenderfahrzeug, von dem ihr die Settings übertragen wollt. Ebenso müsst ihr noch die Markierungsoption eingestellt haben. Das macht ihr einfach im Interaktionsmenü. Könnt ihr die Markierungsoption einfach alle einstellen, sodass euch die Jobs angezeigt werden. Und ja, ebenso braucht ihr noch entweder die Hilfe von einem zweiten Freund oder eben braucht dann die Hilfe von einem Bot. Den Bot werde ich dann euch in der Videobeschreibung verlinken, Anavap 2, den könnt ihr dann für solche Jobs immer benutzen. Und wenn ihr dann soweit alles habt, dann können wir eigentlich auch schon direkt losstarten. Begibt euch dann mit eurem Freund ins LSK-Meet. So, wir steigen einmal ins Auto ein, drücken Viereck, einmal steuern kurz nach rechts, um das Fahrzeug zu modifizieren. Einmal kurz irgendwas an dem Fahrzeug ändern. Einfach die Tuning-Werkstatt wieder verlassen. So, sind wir dann jetzt wieder im LSK-Meet angekommen, sagen wir unserem Freund Bescheid. Unser Freund steigt dann in seinem Auto ein, startet dann einmal über das Interaktionsmenü ein Sprintrennen. Er geht dann oben einfach auf LSK-Meet, dann geht er auf Sprint. Die Meldung, die nehmen wir dann einfach an. Und dann seht ihr, dass jetzt ein Countdown abläuft. Wir haben jetzt noch 16, 15, 14 Sekunden. Sobald der Timer bei 2 Sekunden ist, muss unser Freund dann einmal X durchspammen. Wir haben jetzt noch 8, 7, 6. Und jetzt bei 2 Sekunden, jetzt muss der Freund mit X einfach durchspammen. Ist auf jeden Fall perfekt. Dann werden wir einen schwarzen Ladescreen bekommen, einen unendlichen Blackscreen. Jetzt kommt der Freund ins Spiel, der im anderen Zielmodus ist. Den treten wir einfach bei. Anavac 2 P4. Die erste Meldung, die dann jetzt kommt, einfach annehmen. Die zweite Meldung auch einfach bestätigen. So nach 3 Sekunden ungefähr. Falls wir jetzt noch eine dritte Meldung bekommen, die können wir dann auch ganz einfach annehmen. Dann werden wir so einen verbuggten Zustand bekommen. Ist auf jeden Fall perfekt. Wir gehen einfach ins Interaktionsmenü und begehen einmal Selbstmord. Sind wir jetzt dann draußen wieder auch angekommen. Öffnen wir einmal die Karte, Options. Einmal die Karte öffnen und irgendeins von den beiden Rennen da oben starten. Entweder das Rennen oder das Capture da oben starten. Welches ist auch völlig egal, welches das ist. So, Jobmenü einfach wieder verlassen. Und sind wir jetzt draußen wieder angekommen, haben wir uns sozusagen jetzt schon fertig verglitscht und jetzt könnten wir uns schon im Minutentakt dann die Autos merchen. Wir begeben uns jetzt einfach zu dieser gewünschten Garage, wo wir die Autos merchen wollen. So, ich mache das alles mit hier der Apartment-Garage. Und das Auto, das können wir jetzt auch in dieser Garage stehen lassen. Das heißt, das Spenderauto müssen wir jetzt nicht die ganze Zeit noch rumtransportieren. Das heißt, wenn wir jetzt nachher noch eine andere Garage merchen wollen, brauchen wir das Spenderfahrzeug dafür nicht mehr. Das Spenderfahrzeug können wir jetzt einfach ganz normal in dieser Garage jetzt einfach stehen lassen. Ich tausche jetzt gerade einfach ein Auto aus. Und ja, jetzt steigen wir einfach in das Auto ein, was wir uns merchen wollen. Wir steigen einfach ein, fahren aus der Garage raus. Draußen angekommen, aussteigen, als CEO registrieren, dann fordern wir uns einmal den CEO-Buzzard an. Wir geben uns dann dorthin. So, wir warten, bis die Rotorenblätter sich voll drehen. Steigen aus, springen einmal gegen die Rotorenblätter und begeben einmal Selbstmord. Wenn wir jetzt draußen spawnen, werdet ihr sehen, dass sich das Fahrzeug gemercht hat. Ist auf jeden Fall perfekt. Ja, um das Fahrzeug abzuspeichern, fahren wir das Fahrzeug jetzt ganz einfach in dieselbe Garage rein, wo wir es gerade her haben. So, sind wir jetzt in der Garage angekommen, können wir uns direkt das nächste Auto merchen. Wir steigen in das Auto ein,
fahren wieder aus der Garage raus, aussteigen, begeben uns dann wieder zum CEO Basalt, steigen dann einmal ein. So, dann warten wir wieder, bis die Rotorenblätter sich stark drehen, steigen dann wieder aus, laufen wieder hinten hin und begeben Selbstmord wieder. Wunderbar. Wenn wir jetzt wieder spawnen, hat sich das Auto wieder gemerged. So, wir fahren das Auto dann einfach wieder in die Garage rein. So, jetzt zeige ich euch, dass man es auch noch mit anderen Garagen machen kann. Ich gehe jetzt einfach aus dieser Garage raus, lasse das Spenderfahrzeug in dieser Garage einfach drin stehen. Das Fahrzeug, das interessiert mich jetzt gerade nicht mehr. So, ich laufe dann einfach in irgendeine Garage rein, diesmal nämlich die Penthouse 3 Garage. So, dann auch wieder in ein Auto einsteigen, was ihr merchen wollt. Ich nehme einfach gerade hier diesen Elegy. Wir fahren wieder aus der Garage raus. So, aussteigen. Wir begeben uns wieder zum CEO Buzzard. Einfach den gleichen Schritt wiederholen. Motor starten, warten bis die Rotorenblätter sich drehen, dann steigen wir wieder aus und begehen wieder Selbstmord. Und das könnt ihr jetzt die ganze Zeit durchgehend machen. Das Fahrzeug hat sich gemerged, perfekt. Das Fahrzeug können wir dann ganz einfach in die Garage reinfahren. Ich habe jetzt ein Standardkennzeichen drauf, weil der Elegy vorher auch ein Standardkennzeichen drauf hat. Also das Kennzeichen, was die Autos vorher drauf hatten, ja, die Kennzeichen, die ändern sich leider nicht. Und hier könnte ich jetzt auch, wenn ich Lust hätte, die komplette Garage voll merchen mit diesen Autos. Ich zeige euch jetzt mal gerade noch ein Beispiel anhand eines Flugzeugs. Wenn ihr euch dann jetzt ein Flugzeug merchen wollt, dafür geht ihr einfach ins Interaktionsmenü, fordert euch einmal das Flugzeug an, was ihr euch merchen wollt. So, wir gehen dann einmal auf Options, öffnen einmal die Map, denn wir haben ja keine Minimap mehr unten. Wir müssen einmal warten, bis das Flugzeug auf der Map erscheint. Jetzt ist das Flugzeug da, ist auf jeden Fall perfekt. Als nächstes begeben wir uns dann jetzt wieder zum CEO Buzzard, steigen ein, warten bis die Rotorenblätter sich drehen, dann steigen wir wieder aus, begehen wieder Selbstmord und dann hat sich das Flugzeug schon gemerged. Aber bei dem Flugzeug ist halt das Problem, wenn ihr das Flugzeug jetzt in den Hangar fliegt, dann ja, ist das Flugzeug dann leider nicht mehr gemerged. Das heißt, um das Fahrzeug dann jetzt final zu bekommen, müsst ihr das Flugzeug dann per KivCast to Friends euren Freund geben und er gibt euch dann wieder zurück und dann könnt ihr euch das dann in den Hangar reinstellen. Das ist auch genau das gleiche bei allen Spezialfahrzeugen, die ihr nicht in Alice Customs reinfahren könnt. Die Fahrzeuge, die müsst ihr dann auch erst euren Freund mit KivCast to Friends geben und er gibt sie euch dann zurück. Das gleiche ist auch ja, bei den Nachtclub-Fahrzeugen. Da ist das genauso. So, ja, ich brauche das Fahrzeug jetzt gerade nicht abzuspeichern mit KivCast to Friends. Ich wollte es jetzt euch gerade demonstrieren. So, als nächstes fordere ich mir einfach mal den Flak-Anhänger an. Flak-Anhänger ist gekommen. Ihr seht, ich habe da hinten einen roten Flak-Anhänger stehen. Ich steige jetzt einfach dann wieder in den Helikopter ein. Bei dem Flak-Anhänger ist es auch genau das gleiche, weil den Flak-Anhänger könnt ihr auch nicht in Alice Customs reinfahren und das heißt, den Flak-Anhänger müsst ihr dann auch erst dann mit KivCast to Friends euch dann ziehen. So, wir steigen dann wieder aus. Begeben wir Selbstmord. Und wenn wir jetzt wieder spawnen, hat sich der Flak-Anhänger gemerged. Ja, wie gesagt, den müssten wir jetzt dann leider erst an unseren Freund geben bei KivCast to Friends und er müssten uns dann wieder dann zurückgeben. Und dann ist der auch final dann abgespeichert. Das mache ich aber jetzt nicht, deswegen schlage ich einfach wieder ein. Ich wollte es einfach euch nochmal gerade demonstrieren, dass man es alles so nach und nach hier in der Lobby machen kann. Und ja, Spezialfahrzeuge könnt ihr euch auch jetzt natürlich noch merchen. Ich fordere mir einfach mal gerade ein Spezialfahrzeug an. Wie gesagt, bei den Nachtclub-Fahrzeugen müsst ihr euch dann auch dann per KivCast to Friends das dann machen. So, wir warten dann, bis das Spezialfahrzeug geliefert wurde. So, das Spezialfahrzeug ist da, perfekt. Dann steigen wir einmal ein. Sobald sich die Rotorenblätter drehen, ich meine, ihr müsst jetzt mittlerweile kennen, einfach wieder aussteigen, Selbstmord begehen. Und wenn wir dann wieder auf der Map spawnen, hat sich das Spezialfahrzeug gemerged.
Und ja, so könnt ihr die ganze Zeit alles querbeet durch euch merchen, das, was ihr, ja, worauf ihr gerade Lust habt. Um ja das Spezialfahrzeug jetzt abzuspeichern, begeben wir uns zum Alice Customs. Dort angekommen, einfach nur irgendwas ändern. Ja, ich ändere da meistens jetzt wieder nur die Panzerung. Irgendwas ändern, Wasser ist völlig egal. Wir müssen einfach nur die gelbe Ladeschnecke provozieren. Sobald wir jetzt hier rausgefahren sind, werdet ihr sehen, unten rechts die gelbe Ladeschnecke erscheint und das Auto ist abgespeichert. Und ja, wie gesagt, bei den Spezialfahrzeugen, die ihr nicht hier in die Garage ins Alice Customs fahren könnt, müsst ihr euch dann auch per Gift Castle Friends eurem Freund geben und euch dann hinterher dann wieder geben lassen. Und ja, das war es auf jeden Fall mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.